Jetzt sind wir sehr weit zurückgegangen ins 14. Jahrhundert. Nachher gehen wir ins 17. Jahrhundert. Und der Anlass sind die Städtli-Geschichten, wo wir so seit fast einem Jahr immer wieder ein Event im Städtli haben. Und das wäre jetzt auch wieder eine. Heute geht es um Zucht und Ordnung, um Moral und wie man damit umgegangen ist im Städtli damals. Der Herr Frey, der übrigens auch unsere Ortschronik ja schon geschrieben hat, hat die ganzen Stillstandsprotokolle transkribiert von Greifensee. Das sind, gehört zu den Ältesten, die es gibt. Und ich denke, das gibt einen schönen Einblick ins Leben früher, wie es damals eben im Alltag war, bei den normalen Leuten. Der Christoffel von Hengstacker hat uns gerade beglückt mit einem seiner Minnenlieder. Er wird heute durchs Schloss ziehen und Sie werden noch viel ihm können zuhören, wenn er da irgendwo im Schloss umeinander huselt. Und er gibt Ihnen auch gerne Auskunft zu seinen sehr interessanten Instrumenten, die er dabei hat. Ich habe gesehen, Schwert hat es auch schon, mein Sohn hat schon gesehen. Und jetzt übergebe ich Herrn Frey ein für den kurzen Einblick in das Leben von damals. Ich wünsche Ihnen allen ganz gutes Neues und dann ein gutes 2019. Da sind wir ja dann ein paar hundert Jahre später. Danke. Gut, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier zu einer kurzen Präsentation von Städtli-Geschichte aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben es gerade auf Minuten genau noch geschafft, dass es technisch funktioniert. Jetzt habe ich gesehen, dass eine so eine Geschichte offenbar schon sehr bekannt ist im Greifensee. Die Gemeinde hat ja das lustige Kartenspiel herausgegeben, der Landvogt und die frechen Lügner. Es geht darum, um den Jogi Bläuler. Ein notorischer Kartenspieler gsi und darum immer wieder vom Landvogt gestraft worden. Die Geschichte wird überliefert im Protokoll vom Stillstand, wie die Frau Kauer schon gesagt hat. Und alles, was ich Ihnen erzähle, kommt aus dem Protokoll, weil, wie Sie auch gehört haben, ich kenne die ziemlich gut, weil ich habe die mal alle abgeschrieben. Nur ganz kurz zum Stillstand. Der Stillstand war die damalige Kirchenbehörde unter dem Vorsitz des Pfarrer. Und der Pfarrer hat dann die Protokolle geschrieben. Die Behörde hatte ganz viele Aufgaben gehabt, unter anderem eben auch die Überwachung des sittlichen Lebens im Städtli. Es hat damals sogenannte Sittenmandate gegeben, die da im Detail vorgeschrieben haben, was man alles nicht darf. Nicht fluchen, nicht übermäßig viel trinken, keine Unzucht treiben und eben vielen anderen eben auch nicht spielen. Darum kommt der Jogi Bläuler ja in dem Protokoll vor, weil man ihn mehrmals verwünscht hat beim Kartenspielen. Jetzt war der Stillstand selber kein Gericht gewesen. Er hatte nur die Aufgabe gehabt, die sogenannten Sünden zu finden und die dann einem Gericht zuzuweisen, in dem Fall vom Jogi Bläuler, Landvogt. Gut, Spiel ist heute unser erstes Thema.
aber nicht Karten spielen, sondern Kegeln. Kegeln, das war im 17. Jahrhundert sicher das beliebteste Spiel auf der Zürcher Landschaft. Man hätte das auch gerne verbieten wollen, aber das hat man eben nicht können, weil eigentlich alle Kegel kennt. Dafür hat man es besser können überwachen, weil Kegeln hat man eben nicht privat oder im Wirtshaus, sondern open air auf dem Kegelplatz. Natürlich hat es auch hier im Städtli einen Kegelplatz gehabt. Es ist zweimal erwähnt, wo der war, Mühliplatz oder Mühliplätzli. Wenn Sie auf dem Bild da vorne schauen, ist das Haus unten links am See, das ist Mühli. Das heisst, der Kegelplatz muss wahrscheinlich dort in der Nähe sein. Wir schauen uns die Sie sehen hier den Stadtplan, 1794. Alles, was mit A beschriftet ist, links, das ist Schloss und Nebengebäude. B, unten links am See, das ist jetzt eben Mühli. Sie sehen dann noch angeschrieben C, unten in der Mitte, das Pfarrhaus. Am Pfarrhaus angebaut, die Schlosstür, hat zum Schloss gehört und darum das A. Heute ist das ja das Landenberghaus. 1686 steht im Protokoll, der Landvogt hat von einem Schlossfeister aus auf den Kegelplatz geschaut und hat sich nicht wenig geärgert, als er gesehen hat, was da läuft. Das heisst, der Landvogt hat also vom Schloss auf den Kegelplatz gesehen. Ein anderes Mal steht, der Pfarrer hat zum Haus hinaus, also zum Pfarrhaus raus, einen von diesen Kegeln zurechtgewiesen, weil er so laut geflucht hat und außerdem betrunken war. Beides Delikte, die gegen Zeitermandat verstoßen haben. Darum ist es im Protokoll. Als hat auch der Pfarrer vom Pfarrhaus aus auf den Kegelplatz gesehen. Wenn wir jetzt den Plan so anschauen, habe ich das Gefühl, der Mühliplatz oder Kegelplatz war irgendwo rechts von der Mühle. Es hat da unten am See so Gärten, aber ich glaube, jetzt vorher noch nicht gehabt. Das ist irgendwie der einzige Ort, wo man vom Schloss aus und vom Pfarrhaus sieht. Außer natürlich im Zentrum, aber dann würde ich nicht verstehen, warum dort Mühliplatz heisst. Wie auch immer, es kommt dann nicht darauf an. Jedenfalls hat sich auf dem Kegelplatz auch Greifensee Dorfprominenz vergnügt. Zum Beispiel einmal der Säckelmeister. Säckelmeister war so eine Art Gemeinderat, zuständig für Finanzen. 1796, der Säckelmeister Kienast hat, als er einen guten Wurf gemacht hat, einen Schrei gelassen, wie es im Protokoll heisst, und gesagt, das wird aber den schwarzen Pfaffen verdrießen, also ärgern, wenn er das höre. Offenbar hat er es gehört, sonst würde es jetzt ja da nicht im Protokoll stehen. Warum hat das den Pfarrer geärgert? Weil es hat damals niemand gespielt oder gekegelt, ohne zu wetten. Das war überhaupt der Grund, dass man Spiele verbieten wollte, nämlich, dass die Leute nicht wegen Wettschulden verarmen. Der Pfarrer protokolliert das einmal schön. So wie die hier auf dem Kegelplatz spielen, hätte das nichts zu tun mit Kurzweil, also mit Zeitvertreib und Vergnügen, sondern es ging nur darum, einem anderen das Geld zu stellen. Das, was man damals gespielt hat, hat geheissen Kegeln zu würfeln. Zu würfeln, Entschuldigung, das war ein Spiel, wo es auf einen einzigen Wurf drauf angekommen ist. Wenn jetzt eben der Säckelmeister einen besonders guten Wurf gemacht hat, hat er automatisch mit dem auch sehr viel gewonnen. Man hat dann übrigens probiert, dass man andere Spielregeln vorschreibt, dass eben Spiele ein bisschen länger geht, bis man einen Einsatz verliert oder eben auch gewinnt. Dass man zum Beispiel alle Kegel nach dem ersten Wurf mit Weiterwürfen ins Abraumen, wie wir das ja heute noch machen, und das dann so und so viel Mal wiederholen, um das Spiel zu verlängern. Natürlich hat man auch probiert, so höchst zulässige Wetteinsätze vorzuschreiben. Genützt hat es allerdings nicht viel. Jedenfalls ist auch in Greifensee viel Geld auf dem Kegelplatz verloren worden. Schönes Beispiel vom Schulmeister Traxler. Schulhaus ist ja also ein Gemeindehaus, da eingezeichnet mit E, oben hat der Kieler, rechts oben. Der Schulmeister Traxler hat 1689 vom Kegelplatz aus einen Bub geschickt, hat gesagt, er soll seine Frau holen, zum Geld bringen auf den Platz, dass er die Wettschulden zahlen kann. Die hat aber nicht kommen. Als er dann heimgekommen ist,
hat der Schulmeister die Frau wollen schlagen, ist ihm aber auch nicht gelungen, weil die Mutter von ihm, die auch dort gewohnt ist, ist dann dazwischen gegangen. Steht alles im Protokoll, auch darum, weil auch häusliche Gewalt vom Stillstand verfolgt und angezeigt worden ist. Aus heutiger Sicht ja eigentlich löblicherweise. Und Punkt an Spielen und Wetten muss man ja sagen, wir kennen heute ja so Glücksspielgesetze, wo aus dem gleichen Grund auch das Wetten und das Spielen um Geld probieren zu kontrollieren. Eine weitere Nebenfolge vom Hebeln. Nach dem Spiel sind alle ihr gewonnenes Geld im Wirtshaus vertrinken. Im Wirtshaus sehen sie da auf dem Plan, das ist der oben neben dem Schloss. Heute sind ja, die Restaurants ein, zwei Ziele weiter hinten. Damals war es mitten im Städtchen. Das Wirtshaus ist ja gerade schräg vis-à-vis vom Pfarrhaus. Und der hat natürlich nur schon akustisch hat der Pfarrer mitbekommen, was da so läuft. Und zwar nicht nur nach dem Kegeln, sondern eigentlich praktisch jede Nacht. Es kommt mehrmals vor, dass der Pfarrer zur Nacht aufsteht und aufläuft zum Wirtshaus, um zu reklamieren und das abzustellen. Manchmal steht dann wenig Zeit. Einmal am Morgen zwischen 2 und 3, einmal am Morgen um 4 Uhr. Man hat also noch recht lange gebechert hier im Wirtshaus. Trunkenheit und Alkoholismus sind damals allgemein sehr stark verbreitet gewesen. Also so gefühlte 3/4 vom Protokoll handelt von den Folgen von Trunkenheit. Natürlich schon damals die gleichen tragischen Auswirkungen auf die Familie wie auch heute. Wir gehen jetzt aber noch zu einem anderen Thema, nämlich Unzucht, Ehebruch und vorehelicher Einschlaf. Ein geordnetes Eheleben ist der reformierten Kirche sehr wichtig gewesen. Und darum hat auch der Stillstand das ganz genau überwacht. Ich probiere noch ein anderes Bild. Ich zeige Ihnen ein anderes Bild. Das ist das Schloss. Da drin hat ja der Landvogt Gericht gehalten. Und zwar über fast alles, was der Stillstand so aufgedeckt hat, wenn das strafwürdig war, aber nicht über sogenannte Ehesachen. Für solche Fälle war nicht der Landvogt, sondern das Zürcher Ehegericht zuständig. Das Bild passt trotzdem gut, weil Sie sehen links so angeschnitten den Städtli-Brunnen. Heute ist der gleiche Brunnen, im 17. Jahrhundert war es nur ein anderer Trog, aber an der gleichen Stelle. Und dieser Brunnen, der war eines der grossen Klatschzentren in Greifensee, vor allem so in Bezirkssachen. 1670. Magd vom Landvogt hat zusammen mit der Tochter von der Wirtin am Brunnen Gemüse gewaschen. Im Pfarrhaus unten, das ist ja gerade am Brunnen, wenige Meter, im Pfarrhaus unten ist ein Fenster aufgegangen. Da sagt Magd vom Landvogt, die vom Pfarrer, die schauen aber auf mich. Wenn die wüssten, wie es bei uns im Schloss zu und her geht, dann kämen die Rechter an beim Pfarrer. Das Gespräch ist wörtlich protokolliert. Entweder ist also der Pfarrer selber am Fenster gestanden oder jemand von seinem Haushalt hat ihm das erzählt. Es ist jetzt nicht ganz klar, auf was die Magd angespielt hat. Ich glaube, sie wollte sagen, dass der Landvogt im Schloss sein Personal und vor allem ihren ansteigt. Es ist eben so, genau zu dieser Zeit ist die Landvogtin ist ausgetreten, wie steht, also ausgezogen. Die war gar nicht im Schloss gewesen. Der Landvogt hat das offenbar auch so aufgefasst, wie ich jetzt das vermute. Er ist nämlich, als der Pfarrer die Geschichte erzählt hat, ist er nämlich sehr böse geworden und hat gesagt, die Magd bringe Zwietracht in sein Eheleben. Hat dann damit geändert, dass er die Magd entlassen hat. Schwanger ist in dem Fall niemand geworden oder gewesen. Dafür ein anderes Mal am Brunnen. Das Bettli Mag ist mit ein paar jungen Frauen auch am Brunnen gestanden. Da sagt die eine, Bettli, warum bist du so dick? Bist du schwanger? Sie streiten alles ab. Auch das Gespräch ist genau protokolliert. Der Pfarrer hat es also mitbekommen. Und von da an spielt der Fall im Pfarrhaus. Sie sehen hier ein neues Bild, mittlerweile schon ein älteres Bild, Landenberghaus,
und Pfarrhaus. Die Schlossscheuer, die ja das Landwehrhaus ist, ist mehrmals neu gebaut worden. Zum Beispiel hier abgebrannt, 1943, wieder aufgebaut. Zuletzt, vor dem Bau vom Landwehrhaus, hat es etwa so ausgesehen. Zurück zum Bethli Mag. Der Pfarrer hat rund ein halbes Dutzend junge und ältere Frauen aufgeboten, der Reihe nach ins Pfarrhaus, um herauszufinden, ob das Bethli jetzt schwanger sei oder nicht. Natürlich musste das Bethli runtergraben. Und sie hat dann nach langem Schliessen zugegeben, dass sie bei einer Aufrichtfeier auf dem Wilsberg mit einem Müllerknecht von Oberdürten im Heuschopf gewesen war. Und den hat sie nachher noch ein paar Mal besucht. Sie war also schwanger, noch nicht verheiratet und darum ein Fall für das Zürcher Ehegericht. Dort ist sie dann eingekommen und das Bethli Mag ist in Zürich auch noch eingesperrt worden, weil sie so lange verschwiegen hat, dass sie schwanger sei. Jetzt sind aber nicht nur Greifensee-Mädchen von Auswärtigen geschwängert worden, sondern auch auswärtige Mädchen von Greifensee. Und zu dem möchte ich auch noch einen Fall erzählen. 11. Juli 1669, am Abend. Zwei Frauen von Wilo im Töstal sind an der Pfarrhaustür gestanden mit einer Zeine. Dort drin war ein neugeborenes Kind, das in Wilo am gleichen Tag am Morgen geboren wurde. Die Frauen haben also ein Kind, das gerade am Morgen auf die Welt gekommen ist, eingepackt und von Wilo auf Greifensee gebracht. Das sagen zu Fuß 4 Stunden, steht im Protokoll. Geschickt hat die Frauen den Pfarrer von Wilo. Er hat das Kind eben nicht taufen. Die Mutter hat nämlich während der Geburt gesagt, der Vater vom Kind, das sei der Rudi Pfenninger, der Jungsattler von Greifensee. Uneheliche Kind hat man einem Vater zugetauft. Und weil er eben von Greifensee war, hat der Pfarrer von Wilo das Gefühl gehabt, für die Taufe zuständig sei der Pfarrer von Greifensee. Man muss auch dazu schnell sagen, dass man das Kind sehr schnell tauft. Auch aus Grund, weil es sehr hohe Kindersterblichkeit gegeben hat. Und man wollte natürlich, dass das Kind möglichst schnell getauft ist. Gut, die Pfarrer von Greifensee hat natürlich sofort den jungen Sattler aufgeboten und verhört. Der hat aber von dem nichts wissen wollen. Also die Frau von Wilo, die hätte noch andere Männer gehabt und er sei nicht der einzige Vater. Er will das Kind nicht. Und weil er eben das Kind nicht wollte, hat es den Pfarrer von Greifensee auch nicht wollen taufen. Jetzt war es aber fein Nacht, immer noch die zwei Frauen da. Der Pfarrer hat dann Frauen mit dem Kind ins Wirtshaus geschickt, ins Tee. Ah nein, jetzt ist der Plan ja nicht mehr da. Am nächsten Morgen hat der Pfarrer die Hebamme aufgeboten, dass sie dem Kind schauen kann, ob es gesund ist. Die ist dann zurück und hat gesagt, das Kind sei gesund. Darauf aber sind die zwei Frauen wieder aus dem Pfarrhaus und gesagt, nein, das Kind sei nicht gesund, sei schwach, sie brechen es nicht mehr lebendig heim, er soll es jetzt taufen. Dann hat der Pfarrer noch mal die Hebamme geschickt, um zu schauen. Die ist wiedergekommen und hat gesagt, das Kind sei Nuffer und Frut. Sehr schöner Ausdruck aus dem 17. Jahrhundert, heisst so viel wie gesund und buster. Auf alle Fälle hat der Pfarrer die zwei Frauen mit dem Kind tatsächlich wieder auf Wilo zurückgeschickt. Das Kind hat dann auch wirklich überlebt und ist dann doch noch getauft worden vom Pfarrer von Wilo. Und zwar einem jungen Sattler von Greifensee zugekannt, das heisst zugetauft worden. Man hat dann den jungen Pfenninger auch noch gestraft wegen dieser Geschichte. Aber das ist natürlich im Greifensee-Protokoll nur noch am Rand erwähnt, weil es ist ja nicht mehr die Sache von Greifensee. Gestraft hat man ihn natürlich darum, weil er auch abgestritten hat, dass er der Vater war. Ja gut, dann wäre ich eigentlich schon fast am Ende von so ständigen Geschichten. Ich möchte einfach etwas noch sagen. Es sind Dutzende von so Geschichten überliefert im Stillstandsprotokoll. Auch ganz tragische Fälle. Einmal ist ein Vater, ist
irgendwie stockbetrunken gewesen. Und er ist dann in der Ecke gelegen, an einem Sonntagmeter müssen heimschleichen. Und es ist herausgekommen, dass am gleichen Tag sein Söhnchen gestorben ist. Und er hat darum nicht können dabei sein, wo das beerdigt worden ist. Ich möchte damit auch antönen, diese Geschichten tönen immer so wie eine so Sammlung von Anekdoten. Aber praktisch hinter jeder Geschichte steht ein tragisches Schicksal von einem unglücklichen Menschen. Ich meine, bei allen Vorbehalten, die man jetzt haben kann, dass da die Kirche und der Stillstand sich so ins Privatleben der Leute eingemischt haben. Die Protokolle sind ja immerhin auch ein Beispiel dafür, dass man im 17. Jahrhundert so Probleme und Sorgen von ganz gewöhnlichen Leuten ernst genommen hat. Und man hat auch irgendwie wollen helfen. Natürlich noch nicht auf eine Art, wie man das heute noch macht. Und das heute auch effektiv. Weitermachen. Guten Tag, Ihnen vielmals bei der ersten Präsentation. Es gibt noch zwei weitere mit ähnlichem bis gleichem Inhalt und wünsche Ihnen noch weitere einen schönen Neujahrsabend. Oh.